Hast du dich also angemeldet für make.com? Mit dem Link unter diesem Video erhältst du die Pro-Funktionen zum Austesten und mehr Operationen als sonst im Free-Account verfügbar sind. Ich glaube, für einen Monat kannst du die Pro-Funktionen damit testen. Ich bin jetzt im Bereich Szenarios und wir machen jetzt eine ganz kleine, simple Automation, die du Schritt für Schritt nachbauen kannst, wenn du willst, um zu zeigen, auf was man achten muss, die ersten Schritte zu lernen, wie man mit Make arbeitet. Hier sehe ich jetzt all meine Automationen und die werden viel mit der Zeit. Und hier links hast du die Möglichkeit, Folder zu erstellen, sie zu kategorisieren. Kümmert uns jetzt mal noch nicht, du hast noch keine. Also wir gehen oben rechts auf Create a New Szenario. Eine neue Automation. Als erstes muss uns nichts kümmern, außer nur dieses große Plus. Penetrant groß. Da brauchen wir jetzt einen Trigger. Also was soll die Automation auslösen? Was wollen wir bauen? Nehmen wir mal an, du hast ein Business und du führst einen Event durch. Das kann offline sein oder online sein oder eine Wanderwoche. Leute müssen sich anmelden für diesen Event und du willst eine Anmeldeliste machen. Das ist recht simpel machbar und es ist vielleicht ein VIP-Event. Das heißt, alle, die sich da für teures Geld anmelden, müssen noch bearbeitet werden vor dem Event. Vielleicht muss da noch Material gedruckt werden, personalisiert, eingraviert werden für diese Teilnehmenden. Das heißt, wir wollen vielleicht auch noch in Trello diese Anmeldungen einpflegen, damit wir da auch delegieren können, Aufgaben anderen Menschen in unserem Team zuweisen können und so weiter. Wir verwenden simplerweise jetzt Google Forms, weil alle das kostenlos nutzen können. Und wir machen die Anmeldeliste simplerweise jetzt in Google Sheets. Mit dieser Automation, ich weiß, man könnte das direkt miteinander verbinden, aber hier geht es darum zu zeigen, wie man mit Make arbeitet. Und Google Sheets können auch alle kostenlos nutzen, darum habe ich das gewählt. Erstens mal Google Form. Ich suche jetzt also hier in der Liste, da sind all die Apps drin. Viele, viele Apps. Viele kenne ich nicht, muss uns auch nicht stören. Das heißt, oft ist es sinnvoller, einfach zu suchen nach zum Beispiel Google Forms. Genau. Google Forms hat auch verschiedene Funktionen, die ich jetzt nutzen kann. Ich mache Show More. Da sehe ich, was alles verfügbar ist in diesem Google Forms Modul. Ich will jetzt aber, dass es ausgelöst wird, wenn eine neue Anmeldung ins Formular eingetragen wurde. Logo. Das heißt, ich mach hier Watch Responses. Sobald jemand das ausfüllt, wird dieser Workflow gestartet. Jetzt hast du noch keine Connections. Ich habe hier schon eine Google Connection hier drin. Du musst da Add klicken und mit deinem Google Account verbinden. Das sind zwei Klicks, zwei, drei Klicks, ein bisschen Berechtigungen geben. Wenn du nicht weißt, wie oder irgendwo anstehst, hier ist ein nützlicher Link übrigens bei fast allen Modulen oder bei allen Modulen zur Hilfe von make.com, wo wirklich Schritt für Schritt das beschrieben wird. Ich habe jetzt das schon. Jetzt brauche ich eine Form ID. Du den Titel weißt, ist vielleicht einfacher hier. Search klicken, Titel eingeben, okay. Dann findet es diese ID. Okay, jetzt run once. Warum tun wir das? Damit dieses Modul weiß, welche Felder wir im Google Form haben. Okay? Erst wenn es einmal ausgeführt wurde und einen Datensatz findet, weiß es, dass ich diese vier Felder in meinem Formular habe. Und jetzt sehe ich hier, wenn es ausgeführt wurde, diese Bubbles hier. Das heißt jetzt mit diesem 1, es wurde einmal durchgeführt. Wenn ich über die 1 fahre, das wirst du häufig brauchen,
kannst du klicken und siehst, was herausgekommen ist. Bei einigen Modulen später in der Automation siehst du dann auch, was reingegangen ist. Also hier Output, ich kann hier reinklicken, ich sehe die vier Felder, Vorname und da drin Answers, da muss ich aufklappen, Sam, Steiner, ein bisschen mühsam viel aufklappen, das musst du ja auch nicht immer tun. Beschreibung 1. Okay, das ist also das, was ich ausgefüllt habe. Diese Felder können wir jetzt in weiteren Modulen dann verwenden und das ist der ganz große Trick. Jetzt ist das Modul Nummer 1, sehen wir hier Google Forms. Ich kann rechtsklicken und sagen Rename und ich sage Anmeldung Anmeldung. Okay. Jetzt wollen wir etwas tun mit diesen Daten und im Moment einfach mal in ein Google Sheet speichern. Das heißt, ich klicke das Plus hier und füge ein neues Modul dazu, suche wieder hier Sheets und finde Google Sheets und Add a Row. Ich will eine neue Zeile in einem bestehenden Google Sheet hinzufügen. Okay? Da kann ich jetzt das auswählen. Wie du ein Sheet machst, ist genau gleich. Sheets.new, so ein cooler Trick, eingeben und pang, hast du ein neues Sheet und kannst die Spalten hier oben bezeichnen. Das habe ich schon getan und habe jetzt Anmeldungen, Demo, habe Datum, Event, Vorname, Nachname, E-Mail und die Beschreibung. Wir auch noch rein. War ja auch ein Feld im Formular. Gut, Anmeldungen Demo heißt das. Ich gehe zurück. Und auch hier wieder mit Google verbinden. Mittlerweile hast du die Verbindung wahrscheinlich schon. Vielleicht musst du mehr Berechtigungen noch geben. Search by Path, My Drive. Und jetzt suche ich dieses File Anmeldungen Demo. Das ist hier direkt gefunden worden. Anmeldungen Demo. Sheet Name ist Sheet 1. Da habe ich halt nur den vordersten Reiter. Und Table contains Headers. Ja. Das heißt, die oberste Zeile sind die Feldbezeichnungen, diese 6 Felder. Okay. Und das heißt, es hat jetzt die Felder schön schon bezeichnet als Datum, Event, Vorname, Nachname, E-Mail, Beschreibung. Super. Wenn ich etwas ändere in meinem Google Sheet, muss ich die hier auf Refresh klicken, dann kann es sein, dass es dann die Reihenfolge ändert, wenn ich irgendwas umgestellt habe in meinem Google Sheet und entsprechend muss ich dann auch anders abfüllen. Gut, Datum wollen wir jetzt einfach mal Anmeldedatum, das heißt von jetzt, einfüllen. Dazu gehen wir hier in dieses Feld und wählen, was wir einfüllen wollen, welches Feld. Und hier sehen wir jetzt, Modul 1 hat diese Felder zur Verfügung. Modul 1 ist das Anmeldemodul. Wenn ich darüber fahre mit der Maus, dann gibt es diese Animation hier, um zu zeigen, die Daten kommen von diesem Modul. Jetzt bei einer kleinen Automation ist das selbsterklärend, aber mit der Zeit hast du vielleicht 10 verschiedene Module hintereinander, dann hilft das sehr. Einfachheitshalber könnte ich jetzt einfach Create Time reinpeppen, also wann wurde diese Anmeldung gemacht. Das peppen wir einfach rein ins erste Feld. Jetzt muss ich sagen, ja, für welchen Event ist das? Und das war nicht im Formular ein Feld. Vielleicht ist dieses Formular immer halt für den Main Event. Und ich verwende andere Automationen, die in das gleiche Google Sheet reinspeichern mit anderen Werten hier. Ich schreibe das manuell jetzt hier. Vorname kann ich jetzt hingehen und ich sehe jetzt Feld Vorname. Aufklappen. Aufklappen, aufklappen, Value, reinpeppen.
und da wird jetzt Sam eingespeichert. Nachname dasselbe. Ich muss wirklich alles aufklappen und draufklicken auf Value. Nachname. Selbe auch für E-Mail. Und die Beschreibung. Zum Glück habe ich nicht viele Felder. Gell? So, 4 Felder in die richtigen Zeilen eingefüllt. Das ist meine erste Automation. Okay. Wenn ich jetzt aber laufen lasse, dann kommen keine Daten, glaube ich. Wir versuchen mal. Da kam nichts, weil es meine Anmeldung schon verarbeitet. Okay, was wir jetzt tun, das ist jetzt eingeschaltet. Wir gehen zum Formular, Main Event, Anmeldung und Anmeldung 2. Okay, Submit. Gehen wir zurück zu Make und führen das nochmal durch. Jetzt ging es ganz durch. Wir sehen hier eine 1. Wenn wir klicken, kam wirklich Output. Da gehen wir jetzt nicht reinklicken. Und hier Google Sheet kam ein Input und ein Output. Okay. Jetzt gehen wir mal ins Google Sheet, um zu sehen, ob das gespeichert wurde. Und siehe da. Datum. In einem internationalen Format irgendwie. Main Event Sam Deger, Adresse Anmeldung 2. Okay. Das wäre deine erste kleine Automation. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig das auch in Trello speichern wollen, dann lernen wir ein bisschen dazu. Wenn du keinen Trello-Account hast, dann schau nur einfach zu. Ich könnte jetzt, nachdem ich das in Google Sheets speichere, jetzt plus Other Modul, Trello, und sagen Create a Card. Create a Card. Okay. Ich mal zu. Das würde es zuerst in Google Sheets speichern und dann in Trello. Das ist absolut sinnvoll, aber um dir noch eine andere Funktion zu zeigen, füge ich jetzt hier noch, ich anlinke das, Rechtsklick, Unlink und füge hier, Rechtsklick, Add a Module und dann Flow Control, das sind eingebaute Funktionen von Make selbst, Router. Router ist eine Abzweigung. Da kann ich zum Beispiel sagen, ja, zuerst mal Google Sheets und Unlink. Dann, wenn das gemacht ist, zu Trello. Natürlich jetzt ein bisschen eine Spielerei, aber in gewissen Automationen brauchst du dann solche Router. Jetzt Trello, habe ich auch schon meinen Account verbunden. Du musst damit ein paar Klicks deinen verbinden. Und ich wähle jetzt mein Board. Eventvorbereitung heißt das, habe ich vorbereitet. Liste Eingang. Und ich wähle da Label Grün, weise mir das zu. Jetzt, wie heißt dieser Card? Und ich sage jetzt Main Anmeldung Doppelpunkt. Jetzt den Namen. Vorname. Value. Abstand. Und Nachname. Super. Das sind also Platzhalter für die Daten, die aus der Anmeldung kommen. Beschreibung, VIP-Package vorbereiten und personalisieren.
Kopieren. Okay. File brauche ich jetzt nichts. Das einfach so rein. Okay. Fertig ist meine Automation. Jetzt kann es sein, dass wenn ich jetzt so herumarbeite, dass das für unschön aussieht. Ich klicke hier Auto Align mit dem Zauberstab. Das macht es jetzt super schön. Speichere das Ganze noch einmal und fülle jetzt das Form aus. Hier ist mein Trello Board. Da in der Spalte Eingang sollten diese Karten erstellt werden mit grünem Label. Und dann kann ich sie weiterziehen, wenn ich da den Kugelschreiber personalisiert habe oder das Notizbuch oder was auch immer die Vorbereitungsarbeiten sind. Okay, ich sende jetzt nochmal Beschreibung Hallo 2 und Johannes. Submit. Okay, wir gehen jetzt zu Make zurück und lassen das laufen. Wie wir sehen, ging es zuerst nach oben. Wenn dieser Strang fertig ist, geht es durch den zweiten Strang. Beides, überall gibt es eine 1, das heißt, das funktionierte alles. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Google Sheet Hannes Steiner drin. Super. Und in meinem Trello jetzt, genau wie erwartet, eine Card Hannes Steiner. Und da drin könnte ich jetzt kommentieren, delegieren, Checklisten hinzufügen. Ja, Trello ist ein Tool für sich, sehr cool. Okay. Das unsere erste kleine Automation, mehr jetzt zum Spaß, um dir zu zeigen, wie du das ganz konkret nutzen könntest.